Hallo Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Und heute geht es weiter hier in der versunkenen Stadt. Letztes Mal haben wir einen Absturz mit 2B erlebt und meine Güte, es wird immer härter hier. Und ich habe bis zu dieser Stelle nochmal alles nachgeholt. Alert. Virus infection detected. Proposal. Administer vaccine immediately. Hey, was soll das? Okay, gut, wir sind zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich kann mich kaum noch bewegen, jetzt wieder. Ja, der Virus ist auch bei 2B ausgebrochen. Verdammt, ich kann wirklich nichts machen, ne? Sie steht halt auch kaum auf, ne? Komm schon, 2B. Lauf weg. Okay, gut, jetzt geht's wieder. Contamination rate up to 16%. Malfunction detected in NFCS circuit. I have to keep it from spreading to other androids. Pod, give me a location that's low on android signals. Searching. Analysis. The area near the abandoned commercial facility meets the desired parameters. Alert. Your high unit 2B will sustain serious damage unless the virus is eliminated. You don't say. Okay, sie läuft. Ich kann sie nicht mehr hundertprozentig richtig kontrollieren. Sie läuft einfach immer ein bisschen zu weit. Ich kann nicht mehr im Nahkampf angreifen. Oh je. Okay, schnell weg hier. Da ist ja noch was. Ich habe jetzt keinen Zugriff drauf. Ach verdammt, das hätte ich mit 9S öffnen müssen. Warum können wir nicht 9S aufsuchen? Dann geht's dir doch sicher wieder besser. Alert. Virus contamination rate up to 21%. Remove the contamination and reset. Analysis. Virus is transforming and progressing its own algorithm with abnormal speed. Removal will be difficult. Komm schon, 2B. Ha!
Oh nein. Wie soll ich denn von denen wegkommen? Die kümmert das jetzt nicht mehr, ne? Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber warum greifen die mich nicht mehr an? Okay, es trifft nur auf ein paar zu. Okay, schnell weg hier. Schnell weg hier. Ich kann nicht mehr springen. Oh nein, was soll das? Das Pod-Programm geht leider auch nicht mehr. Versuche mal nicht zu dashen. Okay, trotzdem. Na, oh, verdammt, ey. Oh je, bis da hinten muss ich noch hin. Okay, verdammt. Ich habe mir die falsche Abzweigung gesucht, oder? Wobei, hier könnte ich drumherum laufen. Vom Jäger zum Gejagten. Ey, können wir nicht irgendwas gegen den Virus machen? Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann nicht springen, ich kann nicht angreifen, ich kann nichts tun. Speichern ist eine super Idee, vielleicht wird der Bunker jetzt noch mehr infiziert. Es gibt aber noch friedliche Maschinen, schaut mal. Okay, der Weg funktioniert auf jeden Fall.
system protected region. Oh mein Gott, ja, jetzt sehe ich kaum noch was. Dashen geht jetzt auch gar nicht mehr. Egal, normal laufen geht noch. Und wir haben gleich unseren Zielpunkt erreicht. Oh mein Gott, wie das Virus voranschreitet, ey. Zwischenzeitlich war das super langsam und jetzt 90%. Es ging plötzlich um 5% hoch. Everyone for me. Take care of the future, A2. Where the hell is 2B? Scanning. Black box signal located. Put it on the map! Alert. Large-scale ground tremors detected. Underground soil structure is no longer stable. Cause is likely a high-magnitude earthquake. Proposal. Evacuate immediately. I'm not going anywhere! To be. Are you? Oh. Nines. Oh no. To be. No. Oh.
Was in aller Welt? Wow, okay, Leute, verdammt. Zwei Wochen später. Blackbox Signal for Yorha Unit 2B offline. Death confirmed. Data exchange engaged. Yorha Unit 9S has completed repair and reconstruction of all damaged areas. Unit is ready for reactivation. Yorha Unit A2 also ready for reactivation. Proposal. Illuminate surrounding area. Analysis. Units 9S and A2 are safe. No problems detected. Only one issue remains. We comprise the Yorha support system. If the A2 and 9S units are operational, we are required to attend and support. Agreed. Displaying positions of units A2 and 9S. Wow, Moment. Ja, kann ich jetzt die Pots zuweisen oder was? Ich weiß jetzt nicht, was unsere Entscheidung ausgewirkt hat. So then, what happened to command? Number two, go! I can handle. No! Number four! Activation of Unit A2 confirmed. Good morning, A2. Who are you? Tactical Support Unit Pod 042. This pod has been tasked with providing firing support for Yorha Unit A2. I didn't ask for help. Affirmative. No request was received from Unit A2. Rather, it was the final order from this pod's previous support assignment, Unit 2B. Well, it's... Yorha Unit A2 lacks the authority to override this order. Whatever. What the hell is that huge thing? Unknown. You're pretty useless, you know that? Okay, was zur Hölle ist hier los? Proposal. Unit A2 should state her intentions. Why the hell would I do that? In order to provide optimal support, pods must be supplied with data relating to the activities of supported units. Not happening. Das ist die nachgebaute Stadt. Das sind Elemente der nachgebauten Stadt. Okay, keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass man sich hier für zwei alternative Pfade entscheiden konnte. Deswegen mache ich nicht das Autospeichern, sondern ich überschreibe jetzt einfach den ersten Spielstand. Also den ältesten, den ich dann habe. Und zur Not kann man sich ja, glaube ich, noch umentscheiden, oder? Oder? Bitte, bitte sag mir, dass es... Versunkene Stadtküste. Okay, ja, kann man. Oh, ihre Ausweichanimation, was zur Hölle? Proposal. Unit A2 should state her intentions. What did I just say? If an attending support unit is not provided with data related to the activity of its target, it is programmed to automatically repeat the request every 30 seconds until such data is made available. Are you kidding me? Proposal. Unit A2 should state her intentions. Needlessly repeating conversations on the same topic is a waste of energy resources. You're the one who keeps talking.
Okay, sie nimmt die klassische Figur ein, der unnahbaren Einzelkämpferin. Komplett emotional distanziert. Okay, mal ganz, ganz kurz. Was können wir denn hier gerade machen? Emils Shop. Da habe ich ja gelesen, dass es ein Charakter von Nier ist. Was ich mir auch nachgekauft habe. So, und was haben wir hier? Narrenerfinder. Die Nebenmission gibt es ja immer noch. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll, ne? 30 seconds have passed. Proposal. Unit A2 should state her intentions. Stop! My intention is to beat the hell out of every goddamn machine I can find. Is that enough for you? Affirmative. Scanning and marking of nearby machine life forms complete. Goliath class enemies detected in desert area. Proposal. Goliath class enemies should be destroyed. Don't tell me what to do. Pods are not authorized to issue commands. Proposals are merely recommendations based on data provided by Unit A2. Proposal. Unit A2 should state updated intentions in order to secure more usable data. Shut the hell up. Negative. This pod is engaging in activity based on the final order of Unit 2B. Yorha Unit A2 lacks the authority to issue commands. Look, just stay out of my way. Affirmative. Ich frage mich, was passiert, wenn wir 9S oder 9s wiedersehen. Das war ja das letzte Wort von 2B. Sie hat ihn so genannt, wie er genannt werden wollte. Von seinen Freunden genannt wurde. Jetzt ist sogar die Instrumentation anders hier. Geil. Ja, ich liebe dieses Spiel einfach nur. Es ist wirklich wunderbar. Nur als ich im Zwischenpart, und ich bin ja jemand, der sehr gerne auch objektiv sich mal alles anschaut oder zumindest sehr neutral bewertet. Und ich habe beim Nachspielen bis zu dem Part, wo wir jetzt hier sind oder wo wir weitergemacht haben, habe ich eine Schwäche bemerkt, nämlich der Kampf gegen andere Androiden. Hatte ich ja schon mal angesprochen, dass der ein bisschen komisch ist. Und ich habe gemerkt, dass er einfach komisch ist, weil man... What's that? Proposal. Use Podfire to force him to stop. Hier muss ich erstmal alle anderen Maschinen hier killen. Okay. Und zwar ist mir aufgefallen, warum der Kampf nicht funktioniert. Nämlich aus dem einfachen Grund, dass die anderen Androiden die eigenen Attacken stoppen können, sobald sie einen einmal treffen. Alter, der schießt aus dem Rücken. Sobald sie einen einmal treffen, beenden sie quasi eine eigene Combo, die eigene Combo. Aber wenn du die anderen Androiden triffst, ist es eigentlich egal. Da passiert eigentlich nichts großartig. Also, die machen ihre Combo einfach weiter. Die hier kannst du ja noch staggern, die kannst du ja zurückschlagen und dann sind sie für einen Moment nicht mehr angriffsfähig und so. Die Maschinen. Aber bei Androiden funktioniert das nicht. Da ist der Kampf tatsächlich nicht ganz so gut gelungen. Das nur mal aus der analytischen Perspektive jetzt. Alter, was zur Hölle? Ich hatte ja mal gesagt, dass es nicht so viele Gegnertypen gibt. Gibt's halt irgendwie schon. Aber leider sehen die sich optisch sehr ähnlich alle.
Es wäre super, wenn die wirklich sich anders an anderen Sachen optisch orientieren würden. Eine offene Frage habe ich immer noch. Sind die Widerstandskämpfer jetzt Androiden, Maschinen oder Menschen? Dieser plötzliche Angriff und dann der Stopp. Sie sind A2, nicht wahr? Das Schicksal muss uns hier zusammengeführt haben. Wenn du schon einmal hier bist, magst du nicht etwas kaufen? Wahnsinn, ey. Diese Musik. Ist das sein Ernst? Ich könnte mal auf die Karte schauen. Wo war nochmal das Widerstandslager? Hier, ne? Genau, das Parieren ist mir aber auch aufgefallen. Du kannst immerhin die Maschinen scheinbar auch, aber Androiden parieren. So, und ich kämpfe mal jetzt ein bisschen vermehrt, damit ich hier auch mal ein paar Level-Ups bekomme. Denn ich glaube, wir sind ein bisschen underleveled für alles hier. Okay, warum soll ich jetzt erst in die Wüste? Ich verstehe das nicht ganz. Du bist A2. Ach, nichts, schon gut. Pass auf dich auf. Im Moment will ich lieber nicht reden. Alles in Ordnung, diese Gegend hat wenig verheerenden Schaden erlitten, aber ob das so bleiben wird? Willst du Ausrüstung tauschen? Ich habe übrigens sehr viel mehr Heil-Items gekauft, als ich ein paar Passagen nachgeholt habe. Okay Leute, ansonsten würde ich sagen, ich speichere hier gerade mal und ja, bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Und nächstes Mal geht's weiter mit A2s Geschichte. Was soll man sagen, ey? Mit 2B ist es leider aus. Und was mit 9S oder 9s passiert ist, wir werden sehen. Auf jeden Fall jetzt spielen wir A2 und wir bekommen nicht mit, warum sie verraten wurde. Wahrscheinlich aus demselben Grund, den auch 9S später erfahren hat, dass die Menschen einfach nicht existieren, nicht mehr existieren. Aber sie hat trotzdem ihre Motivation gefunden zu kämpfen, also daran ist es nicht gescheitert. Naja Leute, bis zum nächsten Mal bei Nier Automata. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich super freuen. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Macht's gut.